Muss man in die Zeitung schauen. Lokalteil. Irrsinn. Muss ein Bombenerfolg gewesen sein. Was sie anhat. Sie sieht umwerfend aus. Das ist von mir. Das hast du genäht? Nicht nur genäht, ich hab's entworfen, kreiert. Sie trägt zu ihrer Modenschau meine Kreation. Das ist ja wie ein Heuschreckenschwarm. Heute ist nichts mehr da, was wir verkaufen können. Und sie haben geordert und geordert. Wir müssen eben zulegen. Meine Mädels und ich, wir sind am Anschlag. Dann muss ich expandieren, mehr Leute. Oder auslagern. Jetzt geht das Theater erst richtig los. Und Sie und die Mädels, Alma, Sie kriegen erst mal eine Gehaltserhöhung. So habe ich das nicht gemeint, Frau Mann. Aber ich? Isabel? Isabel? Kommen Sie mal, ich möchte mit Ihnen reden. Setzen Sie sich. Sie können ruhig bei mir bleiben. Wollen Sie auch eine? Danke. Wo habe ich nur wieder meine Zigarettenspitze? Die Bolero-Jacke stand Ihnen ausgezeichnet. Ja, das war die Sensation des Abends. Ich habe mir auch Ihre anderen Sachen angeschaut. Fabelhaft. Ich wollte Sie fragen, Ihre Lehrzeit ist bald um. Was haben Sie dann vor? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das glaube ich Ihnen nicht. Eher, dass Sie es mir nicht sagen wollen. Ich war nicht übermäßig freundlich zu Ihnen. Aber ich mag Sie. Ich wollte einfach nicht, dass irgendjemand denkt, ich würde Sie bevorzugen. Sie mögen mich? Von Anfang an? Das spüren Sie doch. Also, was haben Sie vor? Nein, ich werde Sie hier nicht löchern. Ich biete Ihnen an, weiter bei mir zu arbeiten. Mit mir zu arbeiten. Als meine persönliche Assistentin. Das ist ein tolles Angebot, aber... Schlafen Sie ein paar Mal drüber. Etwas Zeit haben Sie ja noch. Ich werde das hier nicht ewig machen. Ja, bitte? Entschuldigen Sie vielmals. Frau Alme sagt, ich soll es holen. Wir haben Kundschaft. Jemand Besonderes. Wir haben nur besondere Kunden. Merken Sie sich das. Gehen wir, Isabel?